Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Far Cry 1. Ja, wir machen genau hier weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Wir haben ja hier aufgehört. Ich bin ja mal gespannt, was uns hier noch so Tolles erwartet. Ja, was heißt Tolles? Also, ich habe eigentlich, muss ich ehrlich zugeben, keinen Bock auf die komischen Trigen-Dinger da oder die mutierten Menschen. Das sind ja die Trigene, das sind ja die Kleinen, Los, lass uns von hier verschwinden. Unser Befehl lautet, dass wir hier bleiben sollen. Die können mich mal. Wir müssen hier sofort verschwinden. Du weißt, wie Crow das mit den Befehlen hält. Wenn er sagt, wir sollen bleiben, sollten wir das auch tun. Crow? Du machst dir Sorgen, dass Crow sauer auf dich wird? Ich mach mir Sorgen, dass mir diese Viecher das Gesicht abnagen. Wenn sie das tun, dann haben sie es vermutlich vorher von Crow gelernt. Wir sind auf jeden Fall gekniffen. Abgesehen davon, woher willst du wissen, dass es woanders sicherer ist? Wir können genauso gut hierbleiben. Okay, ich bleibe hier. Aber sobald ich eines von diesen Dingern sehe, bin ich schneller weg, als du gucken kannst. Hey, Christa! Jetzt bist du auf die Bahn. Was ist das jetzt? Ja, ich hoffe, dass es das war. Gibt's hier was? Nee, okay. Ach, wir wären bestimmt hier rausgekommen, oder? Hier hätten wir auch rausgekonnt. Oh, geil. Ich muss halt wirklich sagen, ich habe halt wirklich keine Lust eigentlich auf diese mutierten Menschen da. Mit den Trigen so okay, das hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen gefallen lassen. Ich meine, das ist auch nicht so wirklich tolle. Na komm doch! Okay, da fahren wir nochmal hoch. Ich muss halt sagen, ich mag halt auch gar nicht wirklich so Games, so wirklich so mutiert und sowas. Ist gar nicht mein Fall und ich könnte mich wirklich gar nicht mehr in Sinn. Was ist denn? Hoch. Ich könnte mich halt wirklich gar nicht mehr entsinnen, dass das auch mit den Viechern gewesen ist. Aber ich möchte ja die kompletten Parkway reinzocken. Also, was heißt die... Was war das? Genau, das ist das, was ich meine. Die machen so viel Schaden, wenn die dich treffen, die Scheißviecher. Oh, da ist aber wieder noch einer. Nimm das! Oh nö. Nimm du das. Bleib wachsam!
Bleib wachsam. Genau, und da liegt schon so ein Vieh rum. Jetzt rampelt noch irgendwo einer rum. Komm schon, scheiße. Oh Mann, du. Was? Du willst noch mehr? Ich habe noch mehr. Du willst noch mehr? Ich habe noch mehr. Oh, das gibt's doch gar nicht. Es gibt's doch echt gar nicht, ey, was die wirklich an Schaden so rausknallen. Das ist wirklich krass. Was war das? Ich erledige ihn. Oh, aber wir suchen uns da drinnen. LOL, Alter, wie sind denn da drin? LOL! Lass ihn dran! Du bist so gut wie erledigt! Genau das zwischen die Augen, du Dreckskerl! Gibt's doch gar nicht, ey. Kontakt verloren! Doyle, diese Dinger sind verdammt groß. Was ist das? Ich habe Gerüchte gehört. Die Söldner nennen sie Fettsäcke. Hüten Sie sich vor denen. Die sind schwer bewaffnet. Das habe ich auch schon gemerkt. Oh. Na, Gott sei Dank. Wo sind die nun? Du bist erledigt, Mann! Ach nö. Alter, das gibt's doch nicht. Ey, wirklich, die machen das. Räuchert ihn aus. Nö. Die machen so viel Schaden, ey, das ist Wahnsinn. Sehen aber auch aus, das ist ja Wahnsinn. Oh, gibt's doch gar nicht, ey, wirklich. Das ist halt wirklich krass, ey. Die machen erstens, die halten extrem viel aus, dann machen die noch extrem viel Schaden. Und jetzt kriegt man immer schwerer irgendwie Heilung oder sowas. Das ist schon ganz schön krass, ne? Ja,
haben wir hier jetzt eine Tür gehabt. Hier oben war da auch noch irgendwo eine. Huch. War denn hier oben nicht auch noch eine Tür? Ach, jetzt weiß ich, wo ich bin. Hier läuft noch irgendwo einer rum, ich hör den. Wer? Dich zerreiße ich in der Luft! Du hast keine Chance gegen mich! Wo hat er sich nur versteckt? Dich erledige ich! Was ist denn hier los? Gott, du bist doch bekloppt, Alter. Oh. Alter, was ist das, ey? Oh mein Gott. Oh, na, Gott sei Dank mal wieder Energie, ey. Das ist ja. Ey, wenn du wirklich an den Seiten im Faden kleben tust und wirklich nichts hast, ey, das ist ja Wahnsinn. Hat bestimmt zu viel gesoffen und gekotzt. Oh ja, da erinnert jemand explosiven Durchfall. Ja, sieht sehr gut aus. Ja, ich mache ich alle. Boah, also erschreckt mich doch nicht so, ey. Ah.
Zum Glück ist er gegen die Wand gesprungen, ey. Sonst wär's das jetzt für mich gewesen. Ey, es ist auch wirklich gerade extrem Munitionmangel hier. Runter? Da drüben! Das ist für dich! Ist alles okay? Alter! Nun! Checke du? Schieß bloß gegen die Dinger. Scheiße, Mann. Ja, das tut. Bleib doch mal ruhig, Alter, was ist denn los mit dir? Alter. Lebt hier noch einer? So, jetzt sind wir hier. War vielleicht sinnvoll, dass wir hier hoch sind, oder? Ich weiß halt auch nicht, ob wir jetzt hier runter müssen oder ob wir wieder zurück müssen. Aber ich würde fast denken, wir müssen zurück. Na, Oh, das war jetzt gerade bloß Glück, dass ich hier rausgekommen bin. Ich bin jetzt wirklich einfach bloß irgendwo jetzt lang geschiffert. Also das war jetzt wirklich bloß Glück. Alter, das sind aber auch Viecher, ey, wirklich.
Das ist wirklich sehr krass, ey. Klingt wie in einem Kampfgebiet. Das liegt vermutlich daran, dass das ein Kampfgebiet ist. Bekommen auf allen Kommunikationskanälen die gleichen Daten. Wäre zu schön gewesen, wenn ich mich geirrt hätte. Ja, verschränk ruhig die Beine, dass man dir nicht unter den Rock gucken kann. Sehr schlau. Ne, hier oben geht's gar nicht lang. Die Informationen lassen nichts Gutes erahnen. Am besten versuchen Sie es im Süden bei den Hauptarchiven. Dort finden Sie vermutlich auch Val. Suchen Sie sich ein Fahrzeug. Soweit ich es beurteilen kann, wimmelt es auf der Straße nur zu Vertriegen. Es ist zu gefährlich, zu Fuß zu gehen. Endlich haben wir mal wieder ein bisschen Munition. Ist sowieso nicht das Gelbe vom Ei, gell? Das ist irgendwie jetzt ist irgendwie Munition richtig Mangelware. Die halten jetzt umso mehr aus und. Ah, das ist schon so eine Hygiene, hä? Jo. Man muss sie eigentlich wirklich erstmal. Wow, auch da hat sie gerade zu mir visiert. Alter. Ich weiß, wo du bist. Scheiße. Den hole ich lieber erstmal weg, nicht, dass ich den dann vergesse und der mich dann umschießt. Oh, Scharfschützenmunition kriegt man auch keine mehr. Nimm das! Oh. Ist erledigt, Mann! Da oben steht noch ein Scharfschütze. Du bist so gut wie tot! Nein! Du bist tot! Ich weiß nicht, ob da oben noch einer steht. Da müsste man vielleicht mal hochgehen. Für dich hat der Spaß jetzt ein Ende. Lebt der noch? Jetzt ist er tot. Oh, Alter, ich komme da eine schöne Scheiße. Ja, da oben kommt er runtergerutscht. Hui. Das ist aber schon ganz schön krass. Ich meine, anstatt aber auch die Menschen. Na hä, was machst denn du?
Anstatt die Menschen, sag ich mal auf Deutsch gesagt, zusammenhalten und gegen die Mutierten kämpfen, nee, da versuchen die mich auch zu töten, gell? Ist schon etwas mysteriös, gell? Haben wir hier noch irgendwas? Das ist doch die hier, gell? Ja, die haben wir doch. Das sind aber auch Viecher, ey, Wahnsinn. Ah, dass man jetzt dann gegen die kämpfen muss. Ich muss wirklich sagen, so mag ich eigentlich eins. Ich war halt damals auch immer wirklich von der... Oh, dein Ernst, ey. Ich war halt damals auch immer von der Qualität oder von der Grafik halt begeistert, gell? Weil das für dieses Alter, wie alt das Game halt ist, gab's halt, also es war halt irgendwie wirklich irgendwie ein Game mit dem Verhältnis oder ja, mit so guter Grafik. Was haben denn die für eine Waffe? Okay. Die Frage ist jetzt die oder die besser? Ich würde vielleicht sogar sagen die, weil mit der kann man so schießen und mit der kann man sogar noch anvisieren. Dann würde ich vielleicht sogar mal die wegschmeißen. Und mir, wo ist sie denn hin? Hier. Die halt zur Not noch mitnehmen. Weil so hätte man hier wenigstens ja nochmal 60 Schuss extra. Falls die anderen Munition, Waffen mal alle sind. Oder die anderen Waffen mal leer sind, besser gesagt, nicht die Munitionswaffen. Oh, man merkt, ich bin heute wieder komplett verwirrt. Komplett verwirrt ist er. Ja, da hat er gar keinen scharfsten Quersinn. Wir müssen bestimmt da hoch. Oder müssen wir da unten rein? Müssen wir da hoch? Ich hab wieder keine Ahnung. Ja, für das Alter von dem Game her fand ich damals die Grafik halt immer sehr, sehr gut. Und das, ich hab das halt wirklich so gemacht. So, gell, hier alles so grün und dann das Wasser, das war... Herrlich war das. Und so allgemein feier ich es ja auch, gell, aber... Ich muss halt wirklich sagen... Wenn halt so Mutanten irgend sowas ist, sowas ist so gar nicht mein Fall. Zombies, okay, Zombies, ja. Ich mag halt zum Beispiel auch so Weltraummüll nicht. Das ist halt auch nicht mein Fall, so alles, was mit Weltraum zu tun hat. Ach, wir müssen bestimmt mit dem Gleiter fliegen. Jetzt bin ich wirklich noch fast Schrott.
Jetzt bin ich wirklich fast Schrott. Oh mein Gott. Jetzt ist er kaputt. Ach, da rennt einer rum, da rennt so ein Riese rum. Oh, Alter. Können wir auch zu Fuß gehen? Ist das vielleicht möglich? Nicht runter, nee. Nicht runter, du Schwein. So. Ach. Ich sehe gerade. Ich habe gerade voll die Zeit verpeilt. Wir haben doch schon die Folge. Ist doch schon. Wir müssen doch aufhören. Ich habe gerade gar nicht auf die Zeit geguckt. Ja, da würde ich auch meinen, wir hören jetzt hier auf. Machen ja nächste Folge weiter. Ich danke euch wie immer fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ich hoffe, euch gefällt das Game auch. Und ja. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Dann würde ich sagen... Bis zur nächsten Folge. Bis dahin, lasst euch nicht ärgern und nicht klauen. Ciao, ciao.